herzlich willkommen bei Koch dich Türkisch. Herzlich willkommen, hoş geldiniz. Das ist meine liebe Frau Orkide, ich bin der Orhan. Wir machen Koch dich Türkisch schon ein bisschen länger. Aber das guckt ihr euch einfach in den anderen Videos an. Was haben wir denn Tolles? Wir haben wieder was Schönes für euch vorbereitet, und zwar eine Suppe. Suppen haben einen sehr hohen Stellenwert in der türkischen Küche. Mhm. Suppen sind extrem wichtig. Und gerade in der Ramadan-Zeit zum Beispiel würde man das Fastenbrechen mit einer Suppe auch einleiten, nachdem man eine Dattel oder eine Olive gegessen hat, weil man dann so langsam sich wieder aufwärmt und den Magen für das Essen sozusagen vorbereitet. Wir haben hier eine sehr reichhaltige Suppe. Das ist eine Hochzeitssuppe, so nennt sich das. Die Hochzeitssuppe wird in jeder Region etwas anders gemacht. Wir machen sie heute so wie in Erzurum, also Erzurum Düğün Çorbası, eine Hochzeitssuppe nach Erzurum-Art oder wie in Erzurum. Ja, da haben wir ganz viele verschiedene Zutaten. Ich habe hier schon mal 1200 Milliliter Wasser vorbereitet. Die Menge reicht auch etwa für 6 Personen. Also, ne? Legen wir los. Mache ich mal heiß, direkt, genau. Und ich habe hier 3 Esslöffel Bulgur. Das ist natürlich wieder der grobe Bulgur, den wir hier haben. Pilavlık. Pilavlık Bulgur. Den würde ich jetzt schon mal hier reinkippen einmal. Ganz lose, einfach so. Genau, einfach. Salz, kommt Salz schon jetzt schon rein? Nö, könnte man machen, aber machen wir nicht. Machen wir später. Weil das eine Joghurtsuppe ist, wird das mit dem Salz erst später gemacht, damit die... Ich bin gespannt, wie du das mit dem Joghurt später dazu kriegst. Ja, genau. Also einmal das rein. Und anschließend lassen wir das jetzt erstmal so 15 Minuten vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit können wir aber schon den Rest machen, ne? Genau, richtig. Wir haben hier einmal unser Hackfleisch. Das sind so 200 Gramm für 6 Personen, finde ich ganz gut. Es wird wenig Hackfleisch genommen und dann auch viele Leute verteilt. Da machen wir jetzt etwas Salz und Pfeffer rein. Du hast gerade gesagt, wenig Hackfleisch, auch viele Leute verteilt. Also das heißt, türkische Küche ist jetzt nicht unbedingt fleischlastig. Richtig, genau. Ah, ja. Wenn man dann Fleisch verwendet, wird versucht, dass man halt relativ wenig davon nimmt. Ich nehme jetzt mal einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel von dem Pfeffer. Das darfst du jetzt gut miteinander vermengen. Mehr kommt da nicht rein. Da werden wir jetzt so ganz kleine, etwas größere Röllchen rausrollen, wie ein Bällchen meinst du, oder? Kleine Mini-Bällchen, genau. Etwas größer als die Kichererbsen, die wir hier haben. Also wirklich klein. Ne? So, das lege ich auch mal wieder zurück. Also Suppe, ich weiß, mein Papa, früher als ich klein war, auf einmal sehe ich ihn, wie er morgens eine Suppe trinkt. Ne? Bei uns sagt man übrigens trinken, nicht essen. Genau, essen. Die Suppe wird getrunken. Die wird getrunken. Ich habe mich gefragt, warum trinkst du denn Suppe am Morgen? Meinst du, so was Warmes am Morgen ist sehr, sehr schön. Und ich sehe das auch bei einigen Arbeitern, die nachts arbeiten, gerade die Taxifahrer und so. Die sind dann morgens um 5 oder 6 Uhr, wird dann nochmal ins türkische Restaurant gegangen und dort nochmal Suppe getrunken. Ja, richtig. Und genau. Das ist wirklich sehr, sehr gut für den Magen. Ne? Ja. Also von daher, ist das nicht auch Ayurveda-konform? War das nicht, dass man den Tag mit einer warmen Speise beginnt? Das glaube ich schon. Ne? Also es soll sehr gesund sein, nach so einem guten Schlaf quasi morgens mit einer Suppe zu starten. Ist sehr populär, auch in der Türkei. Gerade die Leute, die so hart auf dem Feld arbeiten müssen, essen eine Suppe und gehen dann aufs Feld zum Beispiel. So? Genau, richtig. Genau, da, am besten nehmt ihr euch da jemanden noch mal zur Hilfe. Was man auch machen kann, ist, dass man vorher sich so ein bisschen die Hände anfeuchtet. Ich hole mal eben ein Schüsselchen mit Wasser. So, guck mal, kann man auch mal die Hände so ein bisschen anfeuchten oder wie gesagt ein bisschen Öl zwischen den Händen, Olivenöl zwischen den Händen zerreiben, geht auch wunderbar. Aber das kann man gut vorbereiten, während das hier so vor sich hin köchelt. Was wir hier auch schon mal vorbereitet haben, sind die Kichererbsen, die sind schon gekocht. Also erstmal wässern 12 Stunden, dann mit Salz und Zucker einkochen. Und dann kann man immer mal so ein Kilo direkt machen und in die Gefriertruhe schmeißen. Und dann kann man sich so eine gute Handvoll oder anderthalb Handvoll davon schon mal, hat man immer parat. Ist immer besser, als wenn man welche aus der Dose nimmt, finde ich. Und wir haben hier geschälten Weizen. Das sieht ein bisschen aus wie Ebli. Vielleicht ist es das sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Geschälter Weizen, der kocht auch so 25, manchmal 30 Minuten. Den habe ich tatsächlich auch schon gekocht, abgeseiht. Und das werden wir auch gleich in unsere Suppe mit reinschmeißen. Dann geht es relativ schnell. Was man auch machen kann, wenn man das Hackfleisch sozusagen schon vorher kauft, kann man diese kleinen Röllchen schon mal vorbereiten
und so in die Gefriertruhe schmeißen. Mhm. Und dann könnt ihr das in jede beliebige Suppe mit reinschmeißen. Ein paar Stück wirklich nur, wenn das frisch gekauft wurde. Dann darf man die ja sogar noch einfrieren, was wir jetzt tun könnten. Wir haben ja jetzt ganz frisches Hackfleisch gekauft. Ne? Das hat man immer so eine Kleinigkeit in der Gefriertruhe. Die türkische Hausfrau, sage ich immer, ist nicht immer ganz fleißig, sondern die bereitet sich gut vor. Die organisiert gut. Mhm. Ne? Das dampft schon ganz ordentlich da. Ja. Ja, aber Bulgur braucht ja nicht lange. Also der grobe, der ist ja so in 15 Minuten meistens schon fertig. Aber der geschälte Weizen braucht ein bisschen länger als der Bulgur. Ja, 25 bis 30 Minuten. Und darum Minuten ist der auch ein bisschen, der ist ja schon mal vorgekocht, ne? Genau. Ansonsten könnte man natürlich erst den geschälten Weizen reinmachen, ein paar Minütchen warten und danach den Bulgur rein. Macht euch da nicht so einen Stress, also wie es für euch am praktischsten ist. So, wir sind schon gleich fertig. Dauert nicht mehr lange. Gut, ich mache das hier weiter. Genau. Du kannst aber gerne auch schon, wenn du möchtest, das Terbiye fertig machen. Das ist die Bindung quasi. Wir werden gleich die Suppe. Dann gehe ich mir kurz die Hände waschen. Mach und du das. Erzählst, was Terbiye genau. Und Terbiye ist heiß. Genau. Im Türkischen sagt man Terbiye dazu. Also die Suppe wird abgebunden mit Mehl, Ei und mit ein bisschen Joghurt. Das vermischt man gut miteinander. Und dann, wenn das gemischt ist, nimmt man ein bisschen von dem Suppenwasser, tut das in die Bindung mit rein, damit das so quasi temperiert wird. Und anschließend wird es in die Suppe reingegossen und bindet die Suppe damit ab. Es gibt ja viele Suppen, die haben diese Art Bindung nicht, haben sie auch nicht nötig. Und die nennt man dann Terbiyesiz und die Mitbindung ist dann Terbiyeli. Gibt es bei ganz vielen Suppen. Dann würde ich jetzt hier einfach ein bisschen Mehl dazu geben. Ja. Zu dem Joghurt. Das ist ein Süßmeerjoghurt, ne? Also ein türkischer Joghurt mit 10%. Ja, aber man kann auch normalen Joghurt nehmen. Ich habe jetzt den ein bisschen verdünnt, aber das Süßmeer funktioniert auch wunderbar. Gut. Das sind so etwa 200 bis 220 Milliliter gewesen. Jetzt kommt noch das Ei gleich mit da rein. Und dann wird das alles gut miteinander verrührt. So. Kurz abwischen. Das nehme ich mit. Die Fingerchen. So, und dann auch gut zerdrücken, ne? Dass auch keine Klümpchen da drin sind. Wenn ich das jetzt aber ins heiße Wasser reinkippe, dann, was passiert dann? Wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Ja, es würde dann gerinnen. Also gerinnen, ne? Dann wird das hier so zerfließen. Mhm. Das wollen wir aber nicht. Wir haben jetzt hier unsere Bällchen. Mhm. Ich würde dazu plädieren, nicht alles auf einmal reinzukippen, weil das würde dann anfangen zu spritzen. Daher nehme ich sie so ein bisschen mit der Kelle oder mit meinem großen Holzlöffel. Dann kleben die auch und nicht aneinander. Gebe die hier rein, genau. Aber auch nicht in kochendes, sondern in warm, also gerade jetzt so fertig geköchelt, ne? Genau, richtig. Nicht alle auf einmal, so nach und nach. Das muss dann auch noch mal so 8 bis 10 Minuten so ein bisschen mitköcheln, damit die auch gleich durch sind. Daher sind die auch so klein, wie wir sie gerollt haben, schön mundgerecht. Die werden jetzt ein bisschen größer werden. Ich kann mir das gerade schon vorstellen, wie das schmeckt. Hm. Das ist halt die Kombination. Getreide, Fleisch. Schon gehaltvoll, ne? Da kann man ja schon kraftvoll arbeiten den ganzen Tag. Aromatisch, Umami, alles mit dabei. So, ich nehme das. So, das kannst du auch schon mal wegstellen, wenn du möchtest. Genau. Das ist jetzt der schon gekochte und das ist der ungekochte. Sieht ein bisschen aus wie Ebli, finde ich. Mhm. Also könnte man theoretisch auch als Ersatz stattdessen nehmen. Das muss jetzt mal so 5 Minuten, 10 Minuten vor sich hin köcheln. 8 bis 10 Minuten, sorry. Können wir auch noch mal den Deckel kurz drauf machen. Du kannst jetzt Kavurma schon mal vorbereiten in der Zwischenzeit. Okay. Also wir haben ja Kavurma. Das ist jetzt noch mal Fleisch. Genau. Ja, also ich esse sehr gerne Kavurma, weil das ist ein Fleisch, was man einkocht. Das ist jetzt hier Rindfleisch. Kann man auch mit Lamm machen. Kann man auch selbst machen. Aber wenn das so fertig ist, kann man mit Spiegelei schnell zubereiten und das gibt noch mal hier so ein schönes Röstaroma dazu. Da schneide ich mir einfach ein kleines Stück raus und mache daraus Würfelchen. Kavurma wird vornehmlich in der Zeit eingekocht, sage ich mal, wenn man halt viel Fleisch da hat. Also zur Zeit, wenn man zum Beispiel Opferfest hat. Ne? Opferfest hat, genau. Kurban Bayramı. In der Zeit hat man halt wahnsinnig viel Fleisch und damit man das auch weiter verwerten kann, man kann nicht alles auf einmal essen, kocht man das ein. Und das gibt es auch so fertig zu kaufen. Und dann kann man das sehr, sehr lange
einfach benutzen. Ist wie so eine Art Frühstücksfleisch, wenn man das so sehen möchte. Und das kann man selber zubereiten oder eben fertig kaufen. Und wenn man so ein fertiges Produkt hat, kann man das einfach in kleine Würfelchen zerschneiden. Und Orhan wird das jetzt auch gleich nochmal in der Pfanne ein bisschen so leicht anbraten. Anrösten, ne? Genau. Anrösten. Und dann tun wir das auch mit in die Suppe hinein. Dann haben wir unsere kleinen Fleischbällchen. Und da ist auch schon Salz drin. Kavurma, ne? Genau. Wie gesagt, in jeder größeren Stadt wird das ein bisschen anders zubereitet. Das ist jetzt die Art, wie es in Erzurum zubereitet wird. Genau, wunderbar. Das riecht auch schon wahnsinnig lecker. Das Kavurma kann man auch so zum Frühstück essen. Ich mache hier mal an. Genau. Die 10 Minuten sind jetzt oben etwa. Ich lege das mal eben hier rüber. Hopp. Das sieht schon ganz gut aus. Genau. Wie machen wir? Unser Kavurma ist auch soweit. Ich würde jetzt ein bisschen von der Suppenflüssigkeit hier so mit reintun. Warum? Um das eben zu temperieren, nennt man das. Damit das nicht gleich, wenn wir das hier reinkippen würden, den Joghurt, der würde sofort gerinnen. Und dann sieht das sehr unappetitlich aus und flockt aus. Und komm, daher, genau, rühr du mal. Kannst mir links kippen. Genau. Ich mache immer wieder ein bisschen Flüssigkeit rein. Dann gleichen sich quasi die Temperaturen einander an. Ich kann jetzt aber schon mal ausmachen. Das ist wie bei der Erziehung, ne? Genau. Genau, man gleicht sich aneinander an. Ist immer die Frage, wer hier wen erzieht. So. Wunderbar. Warte. Ich glaube, jetzt ist gut. Ich rühre jetzt hier mal. Das ist schon eine halbe Suppe hier, ne? Ja, also das kannst du jetzt schon reingießen. Aber auch langsam, ne? Genau, gießt das mal ein bisschen weiter rein in den Topf. In den Topf rein, genau. Super. Bisschen näher und wunderbar. Weiter, weiter, weiter. Oh, Hand, nicht so langsam, bisschen schneller. Jetzt muss ich ein bisschen antreiben. Genau. Jetzt den Dings wieder anschmeißen, den Herd. So. So, ab diesem Zeitpunkt ist der Herd jetzt wieder an, aber eben nicht bei zu hoher Temperatur. Und jetzt kommen noch die zwei Zutaten, die wir ja schon fertig gemacht hatten, insofern, dass wir sie vorgekocht haben, der geschälte Weizen dazu. Das ist richtig gehaltvoll, ne? Genau. Haben wir jetzt Fleisch, wir haben Ei, wir haben Weizen, ja. Also wirklich, die, das uns Kraft gibt. Genau. Und jetzt kommt noch die Kichererbsen dazu. Richtig. Nochmal Proteine. Genau. Ja, ist schon. Schon viel, ne? Ja, aber. Ja, das kannst du schon mal wegnehmen. Nimm das bitte auch noch mal mit. Genau. Und wir können jetzt noch unser gekochtes Fleisch, eingekochtes Fleisch hier auch mit reinmachen. Und da kann man natürlich auch ein bisschen von der Soße hier, damit man das ganze Fleisch und auch das Öl vom Fleisch mitnimmt. So. Trick 17. So. Das kannst du schon mal auch mitnehmen. So. Eigentlich ist unsere Suppe fast fertig. Jetzt können wir die Suppe zum Schluss noch ein bisschen salzen. Aber ich würde ja nicht zu viel salzen, weil wir haben ja schon Salz. In den Bällchen haben wir ein bisschen Salz. Und im Kavurma haben wir auch ein bisschen. Ja. Da müssen wir vielleicht noch so ein bisschen nachsalzen. Genau. Für zum Schluss. Oben drüber noch ein bisschen Butter. Und du kannst uns jetzt schon mal zwei Suppenteller herbringen, wenn okay. du möchtest. Oder zwei Suppenschüsseln, wie du willst. Und ich mache hier noch ein bisschen Salz rein. Also ich würde mal jetzt mit einem halben Teelöffel beginnen. Und nachsalzen kann man ja immer. Ich habe uns Probiergröschen mitgebracht. Ja, das ist gut. Dann behalte ich den. Eine Kelle? Teelöffel hier. Oder nee, das geht, glaube ich, hier. Löffel, ne? Wir haben ja diese tollen Holzlöffel. Die kann man übrigens auch bei uns im Shop bestellen. Wie viele andere Zutaten auch, die wir hier verwendet haben. Ob das jetzt die Kichererbsen sind, das Kavurma, den Joghurt. Das Hackfleisch muss man selbst holen. Joghurt genau. auch. Genau, das kann man alles bei uns bestellen. Aber diese Kochlöffel sind halt wirklich traditionell türkisch. Die türkische Küche ist nämlich eine Löffelküche. Das heißt, alle Speisen, die man zubereitet hat, sind auf Löffelbasis. Das heißt, man isst sie meistens mit Löffel und man kocht auch damit. Und der hat auch eine bestimmte Form, sodass man den immer wirklich an den Rand vom Topf rankommt. Kommt jetzt auf die Butter noch was rein?
In die Butter kommt jetzt noch ein bisschen Minze mit rein, getrocknete Minze. Mm. Die kann man leider auch nicht im deutschen Supermarkt bekommen, das bestellt man sich. Beziehungsweise gibt es auch in einigen türkischen Supermärkten. Da würde ich jetzt auch erstmal einen Teelöffel von mit reinmachen. So. Das nicht zu lange drin lassen. Das kommt jetzt, da können wir direkt ausmachen, den Herd. Das soll nur so einmal kurz erhitzt werden. Wer mag, darf auch gerne Chiliflocken mit reinmachen. Ich lasse sie jetzt heute mal weg, aber das kann man sehr, sehr gerne machen. Es sieht gut aus und es schmeckt gut. Also wer so ein bisschen scharf mag, dem kann ich das sehr, sehr ans Herz legen, das auch mal zu probieren. So, entweder kann man jetzt diese Minzbutter sozusagen direkt über die Suppe geben. Oder was ich lieber und gerne mache, ist beim Servieren, quasi, dann nehme ich mir von der Suppe etwas. Noch ein Bällchen. In mein Schälchen, genau. Warte, das ist deins. Oder dein Schälchen, was du möchtest. So, noch ein bisschen Suppe. Und dann kann man ein bisschen von der Chili-Butter oben drüber machen. Chili-Butter sage ich, Minzbutter. Und dann sieht das gut aus. Boah, ne? Super. Ja. Das machen wir jetzt noch ein zweites Mal. Und wie man sieht, also von allem ist ein bisschen was drin. Und jetzt also riecht das auch richtig nach Minze. Jetzt riecht das richtig nach Minze. Das ist unglaublich. Wahnsinnig lecker. Eine gute Butter, bisschen Minze, was will man mehr? Man könnte auch noch ein frisches Minzblatt noch mit dazu machen, wenn man es sehr schön aufhübschen möchte. Ich kann ja hier mal so ein Spitzchen nehmen. Ich nehme jetzt mal ein Bällchen und ein Bällchen. Guck mal, genau. Ein Bällchen und ein Bällchen. Genau. Sieht das nicht toll aus? Also wirklich ein Traum von einer Suppe. So. Und ja, das war es eigentlich schon. Wir sind wieder am Ende einer Sendung angekommen. Wir würden uns wünschen, dass ihr diese tolle Suppe nachkocht. Sie ist wirklich ein Highlight, etwas ganz Besonderes. Mm. Reichhaltig, sättigt, ist super gesund und gar nicht so schwer nachzumachen. Sensationell geworden. Mm-hmm. Obwohl ich ja gar keinen Hunger mehr habe, muss ich jetzt... lecker. Hoşçakalın, passt auf euch auf und... Passt auch wunderbar zur Ramazan-Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hoşçakalın.